Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aquarellvideo. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Angelehnt an meinem Bullet Journal für den April habe ich eine kleine Wohnzimmerillustration erstellt. Ein Regal mit vielen Pflanzen, ein paar Büchern, ein bisschen Deko. Und ich habe mir diesmal gedacht, dass ich etwas Besonderes machen möchte. Und zwar werde ich die Illustration einmal mit Aquarell malen und auch noch einmal mit Gouache. Dann hat man einen wunderschönen Vergleich, wie diese beiden Farben funktionieren. Wie immer werde ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Wie ihr seht, habe ich mir bereits eine Skizze erstellt und die male ich jetzt einfach mit Aquarell aus. Und natürlich wie immer von hell nach dunkel. So gebe ich allem erstmal eine Grundierung und anschließend male ich nochmal. Mit einer zweiten Farbschicht darüber. Manchmal auch mit einer ganz anderen Farbe, da Pflanzen und Blätter ja eher bunt sind und nicht nur eine Farbe haben. Das ist ja das Schöne beim Malen, man nimmt sich gerne mal Zeit, sich die Dinge genauer anzuschauen. Dabei merkt man auch erstmal, wie bunt die Welt wirklich ist. Ich lasse die Farbe ein bisschen laufen. Mit Aquarell brauche ich ja auch nicht alles genau zu definieren und auszumalen. Falls ihr Lust habt, diese Illustration mit mir gemeinsam nochmal zu malen, dann schreibt mir doch einen Kommentar und schaut in die Infobox. Dort verlinke ich euch meinen Online-Workshop, in dem es noch mehr Erklärungen zum Umgang mit Aquarell oder Gouache gibt. Wir werden diese Illustration gemeinsam Schritt für Schritt erstellen und ich kann auf jede eure Fragen einzeln eingehen. Zuletzt kommen noch ein paar Details hinzu, wie die Maserung der Pflanzen und Blätter sowie die Stacheln der Kakteen. Da mir das Ganze irgendwie noch ein bisschen zu leer ist und mir auch irgendwie die Verbindung zwischen den Brettern fehlt, habe ich noch eine Lichterkette hinzugefügt. Und klar, die darf ja auch eigentlich nicht fehlen. Sie gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dichte und verbindet die beiden oberen Regale miteinander. So gefällt mir das Ganze schon viel, viel besser. Manchmal kommt es eben auch auf Kleinigkeiten an. Dann packe ich noch ein paar Buntstifte aus und gehe noch ein bisschen mehr ins Detail. Das Video über Gouache kommt dann in den nächsten Wochen. Aktiviert die Glocke, um dieses Video nicht zu verpassen.
Jetzt bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.